Was ich im Stream finde, da ruft er an. Du lebt ihr noch? Nee. Nee? Ach, eine Scheiße, schon wieder alle gestorben. So, was gab's denn hier noch eigentlich? 1679 habe ich Schaden gemacht und 1670 Punkte gab's. Ach so, das ist bestimmt doppelt, hä? Genau, das war ja doppelt gerade bei mir. So, was gab's denn hier bei diesen 1600 an WN8? Nur 1400 WN8. So. Steve kommt also doch nicht. Der hat da Probleme und hat jetzt keine Lust noch um die Tageszeit drum zu basteln. Wählst du deinen Panzer an? Wählst du deinen Borsig an hier? Oder nee, wenn der Steve nicht mitspielt, kann man auch hier den 5er weiterspielen. Da ging es ja bloß darum, dass der hauptsächlich darum, dass der Steve sein Ding, sein Borsig hochkriegt, so schnell wie möglich. Der Blitzkrieg ist wohl gerade nicht da, oder was? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ach, da ist doch bestimmt... Ach, Matsch ist da. Matsch ist... So, jetzt bin ich wieder da. Warte mal, ich versuche gerade den Matsch einzuladen und drücke natürlich wieder auf den falschen Tasten, um mich Vollpfosten. Steve ist erstmal raus. Das hat jetzt alles ein bisschen zu lange gedauert mit dem... Oder wird jetzt alles ein bisschen zu lange dauern mit dem Teamspeak. Er hat das noch nicht groß gemacht, in Teamspeak allein reingegangen. Okay, dann kommt er jetzt mit den ganzen Nummern gerade nicht klar. Okay. Ja, aber sind ja nicht alle nicht perfekt. So, Privatkanal erstellen. Bock auf Zug fragen. So. Okay. Du hast aber keine Lust, dir was... Ach so, genau, ich warte mal, wo ist denn... Nee, stopp, ich muss doch mal... Wo ist denn dieses Fenster? Ach, mein blödes Zufenster. Warte mal, ich muss noch mal auf nicht breit. Ich wollte doch die Dinger erstmal erforschen hier. Bei dem, wenn ich den Scheiß schon hier gemacht habe. Du hättest nicht raus müssen. Du hättest nicht rausgemusst. So, 1000... Genau, bleiben 300 und ein bisschen was übrig. So, und jetzt ist er Ex... Nee, was ist er jetzt? Elite-Status. Nicht Experte, Elite-Status hat er jetzt, der Kollege. So, naja, so, und jetzt können wir auf das U85 wechseln. Mit der ein bisschen rummotzen. So, ich wünsche allen, die dazugekommen sind im Twitch, einen wunderschönen guten Morgen. Und ach, Simon, ey, der Christi Flöhe, ey. Windsturm. Schon wieder Simon. Wenn ich mich vor Appeln aufrufe, wenn die uns verscheißern oder was. User in your channel timed out. Das hat sich wieder angehört wie Rolfgang. Mhm. Da habe ich nochmal rausgeflogen. Es läuft gleich. Mal sehen, wie lange er braucht. User entered your channel. Da ist er wieder. Ich finde das ist doch echt zum Kotzen, oder? Ach, ich finde das lustig. Ja. Ich finde das lustig. Scheiße, bei mir wird momentan gerade keine Dings angezeigt. Ich will mal gucken, wollen wir mal einen Shuttle machen. Ich will mal gucken, warum? Warum tut er das? Warum tut er das? Zeigt mir auf immer keine WN8 mehr an. Los geht's. Ist das nur aus Versehen oder ist das reine Bosheit? Ja, genau, vor mir ein Arsch rein. So, wo bin ich denn jetzt? Ja, eigentlich okay. Da, von da aus kann man so... War das hier? Oder war das weiter drüben? Ne, das war hier, die Hucke. Das war hier... Ach, oder war das doch weiter drüben? Ach ne, das war doch weiter drüben, ja. Da ist so eine Hucke, da kannst du schon draufstellen, kannst hier in die Straßen reinleuchten. Und da musst du aber erst diesen einen Berg hier komplett umfahren. Was ein wenig lästig ist. Aber dann hat man da oben eigentlich eine recht gute Stellung. Ja, ich fahr doch nicht zu Simon in die Stadt rein mit dem Ding.
Dann überlebst ja die Gefechte kaum noch mit dem Sechser. Wenn du gegen Sechser fahren musst, was soll denn dagegen Sieben rauskommen? Das blanke Grauen, der grausige Tod. So. Hier besteht wenigstens die geringe Chance, irgendwas beschießen zu können. Von hier oben. Aber man kann schon ganz schön weit gucken. Aber man kriegt gerade nichts rein. Vor allen Dingen hier in die Stadt hier. Nein, kann man leuchten. Man machen Fisch, du Affe. Aber natürlich nur, wenn sie nicht in den Häusern stehen, die Mistwege. Kann man die Häuser zerschießen hier? Nee. Ja, also ich hätte gerne dem AMX da hier unten geholfen. Dem AMX M4 irgendwas bla bla. Oh, ist hier unten los. Leopard. Ach Scheiße, ich komme nicht weit genug rum. Ach verdammt. Und schon kriege ich auf den Sack. Ja, das ist natürlich der Nachteil. Wenn die Idioten hier den so einen verschissenen Scout in die Basis reinfahren lassen. Ich krieg ihn nicht rein. Da weiß gar nicht, was der eigentlich macht, der Leopard. Der fährt einfach. Der will mit aller Gewalt die Arti rausnehmen. Und hat mich hier jetzt gespottet, das dumme Schwein, das Blöde. Da stand ich natürlich vor den T29 auf dem Präsentierteller. Der Arsch, der schießt mir hier eine halbe Hütte klar. Nein, nicht mal eine halbe. 31 HP hab ich noch. So. Hallo? War nicht gerade was? Ach, da hinten. Ach, das sehen wir nicht. Ich hätte doch von Anfang an hier drüben bleiben sollen, an dem Hucke. Er scheint mir doch ein bisschen sicherer zu sein. Nützt mir das auch nicht, wenn ich bis dann immer klötzen kann. Und dann schießen sie mir hier vorne die Karre klar. Oh, wie sieht es denn bei dir aus mit den Schaden? Ich habe gerade mal 53 Schaden gemacht. Ich hab 0. Ach, 0. Das ist noch schlimmer. Halt dich einfach zurück. Das ist vermutlich jetzt das Beste. Es steht 7-2, das werden wir also mit hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen. Wobei man hat ja auch schon Pferde kotzen sehen. 8-2. Ja, die kommen irgendwie nicht so richtig voran hier. Die kommen nicht an unseren geschulten Truppen vorbei. Keine Chance, die Brüder. Die können nur hoffen und beten. So. Da muss mich doch von hier aus erwischt haben, der Hund, der T29. Vielleicht kann ich mich revanchieren, ne? Wo stand denn der, dass der mir hier von... Ich stand ja hier oben. Wie konnte der mich erwischt haben? Der Mistvogel. Ach Scheiße, ich fahr auch mal mit runter. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es keinen Sinn mehr macht, hier oben zu stehen. Vielleicht kann ich ja im letzten Todeskrampf doch noch einen Schuss abgeben. Auf was auch immer. Aber ich glaube, die sind schon alle fort, bevor ich dort bin. Man weiß es nie. Oh, Scheiße. Man weiß es nie. Hier braucht ja noch der T29 rum und da ist noch richtig voll. KV1 sieht auch gar nicht so schlecht aus. Wo ist noch T29 jetzt? Da war doch hier gerade vor meiner Nase. Ist er doch hier gerade rumgeturnt irgendwo. Ist er weg. I can't even see. KV1, T29. Da. Ach, Scheiße. Ich hab gedacht, er war schon drüben. Da war schon über die Hücke drüber weg. Ich hab gedacht, ich kriege von hinten, von der Seite rein. Wo ist er? Wo ist er? Ach, auch auf Jagd, auf den T29. Na gut. Ich habe gerade mal 127 Schaden, ey. Jetzt haben sie den schon erschossen. Jetzt haben sie den schon erschossen. Ach, nicht nackt gemacht, halb nackt.
Ach, Scheiße, ich kam mit den Ohren nicht weit genug rum, sonst hätte ich vielleicht noch... Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Wo versteckt sich der Letzte? Er ist bei uns in der Basis. Nee. Ach, na, leck mich doch am Arsch. Was gibt denn das von der WN8? Hä? Ich will wenigstens noch... Ich will wenigstens noch ein paar Capture-Punkte haben. Strong Capture. Du schaffst nicht mehr bisher, gell? Ach Gottes Willen. Willst du es versuchen? Soll ich wieder rausfahren? Dass ihr versucht hinzukommen? Der ist doch schon down. Ach ja, ach, doch, haben wir schon weggemacht. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich war jetzt so auf die Zeit fixiert, dass ich da jetzt nicht hingeguckt habe. Ist der Wolfgang ist doch gerade wieder rausgefallen, oder? Da wieder da? Nee. Matsch schreibt was. Warte, Matsch. Der Matsch ist dazugekommen. Ach, der Matsch ist dazugekommen. Wunderschönen guten Morgen, Matsch, warum sagst du nichts? Ich hab Hallo gesagt gehabt. Oh. Echt? Es hat sich für mich so angehört, wie wenn der Wolfgang wieder rausgeburzelt ist. So, was fahren wir? Naja, wieder ein bisschen hier mit dem Dings hier, tun wir ein bisschen mit dem Kohle scheffeln hier mit der Su. Und, ja gut, da kam ja gerade überhaupt nichts raus. Also mit der Su 85 sind wir unterwegs. Okay. Ach, 261. Ja, wir waren gerade jetzt im Zimmer gefecht, das war natürlich kacke. Ich bin mit Churchill. Panzer 1C, nee, Gottes Willen. Der einzige, wo ich noch Tagessieg drauf habe, muss schon schnell abfahren. Also ihr könnt ruhig 5er fahren, das ist wie Scout. Warum drücke ich auf bereit? Ein Käse. Das fällt mir immer bei Vasili auf. Da klickt dann immer auf bereit. Okay. Als Zugführer braucht er das gar nicht, er braucht bloß auf Gefecht zu drücken. Da wird der Panzer genommen, den er gerade unten angewählt hat. Okay. Er klickt da also immer zweimal, einmal für umsonst. Und jetzt habe ich gerade selbst gemacht und habe mich gewundert, warum klicke ich auf Breit hier. So. Na, wo bist du gelandet, Matsch? Passt schon. In Timbuktu. Ganz unten am Arsch der Dings. Da schimpfen sie uns. Na gut, wobei das noch zwei auseinander. Gell, wollte ich gerade sagen. Da schimpfen sie uns, fahren wir mit dem 10er Tank einen Dreier mitschleppen. Wie du schießt, solange du in meiner Nähe bist, da schieße ich dich ab, da kannst du dich drauf verlassen. Da ist keine Überlebenschance. Aber Dreierpanzer und Fünfer, das geht schon. Schön gemacht mit deinem B1, toll. Einfach mal quer reinfahren. Ja, naja, Dreier und Fünfer passen auch nicht zusammen. Okay, das ist genauso arschlos wie Fünfer gegen Siemer. Was willst du mit deinem Panzer 1C gegen eine S-35 CA machen? Da komme ich sogar durch. Ja, aber nur solange die nicht schießt. Sobald sie loslangt, hat's geschissen. Warte mal, ich stehe hier nicht richtig. Da gibt's einen kurz aufs Maul und dann ist Ruhe im Schacht. Ah, er steht hinter der Hütte, der Mistvogel hier. Mit seinem verschissenen M7. Och, das kann doch nicht wahr sein. Hat er jetzt hingeschossen? Wo ist er jetzt hin? Und wo schießt du denn hin? Ich weiß auch Auto nicht. Auto-Aim. machen wir den erstmal nackt hier, den Dummvogel. Ach, ich vergesse. Ach, ich bin doch mit der Su-85. Ich denke, wieso braucht er so lange zum Laden? Ne? Mann, bin ich blöd. Jetzt hast du verschissen, du Arschloch. Schiehe, ja, scheiße. Gut, vorne, ach, auch gerade weg. Was haben wir hier Schönes? Ach, was bist denn du hier vorne, Scheißhaus? Keine Ahnung. Du, ja, die sterben ja wie die Fliegen hier. Ja, bleib hier, du, oh, daneben gehauen. Diesen verschissenen T40. Bleib. Gut. Gibst du noch eine oder kannst du noch eine geben? Mach du schnell, okay. Mach ich schon noch. Was bist du hier?
Ein M7 warst du. Arti, ich bin gespottet gewesen. Ich weiß aber nicht, ob der Arti gerade auf mich schießt. Oh, Excelsior sind noch. So viel zu der Frage, ob die Arti auf mich schießt. Buch, buch. So viel zu der Frage, ob der Arti auf mich schießt. So. Wie sieht's denn bei euch aus? Lebt ihr alle noch? Jo. Alle noch gesund und munter? Okay, warte mal, schauen wir weiter hier den. Wo sind da M7 hin? M4 noch da. Ach, da ist er. Ah, versteckt sich das kleine Schweinchen. Hat die Schnauze voll. Wie sieht's denn? Komm ich da hin? Oh, warte, ich helfe euch. Ich helfe dir. Soll ich dir helfen? Oder willst du wegmachen? Ja, passt schon. Gut, mach schon weg. Boah, das Ding, das knallt raus, ey. Welcher? Ja, der PZ. Ach, hier mit seinen. Ja, deswegen sag ich, du stellst dich nämlich und schießt. Da geht's nämlich dann los mit dieser Feindortung hier. Dieser. Wobei beim eigenen dürfte es eigentlich gar keine Probleme geben. Bloß wenn der Gegner auf einen schießt mit so einem Panzer 1C, dann versagt diese genauere Feindortung, die ich drin habe. Okay? Ich habe mich doch die ganze, okay. Ich habe mich doch die ganze Zeit gewundert, dass ich kein Dings hatte hier, kein. Ach scheiße, jetzt fährt er runter, der Blödmann. In dem Moment, wo ich schießen will. Oh, M7, ist das immer noch da? Ich dachte, da ist schon mal weg, das Scheißhaus. Na, ich glaub's ja wohl nicht. Versteckt sich immer noch in den Häusern, die kleine Mistsau. Das werd ich dir aber abgewöhnt, du Arsch. So, das war der erste. Lebt er noch? Ich weiß es nicht, ist er noch da? Man spottet doch mal diesen verschissenen M7, dass wir den wegkriechen. Oder? Ja, schon so. Ach, da ist er. Gut, das ist noch nicht. Okay. So, da können wir uns nämlich jetzt um das Gesocks da hinten kümmern. Auf der Seite hier. Was hier rumturnt hier, wie dieser verschissene Hetzer hier. Okay, tot ist er. Ja, hey, ich bin gerade mal so schlecht ausgeskauft. Bei dieser genauen Feindortung. Ne, ich geh mal hier vorne mit. Ich mach mal. Warte auf mich, warte auf mich. Warte auf mich. Ja. Oh, unseren Scout haben sie, unseren Matsch haben sie gekillt. Nö, ich lebe noch. Matsch? Ich lebe immer noch, ja. Du lebst noch? Ja, klar. Wie das? Ich hab einfach alle verarscht und bin gefahren. Ich hatte gesagt, mach langsam, ich komme doch schon. Ich fahr doch ja schon wie verrückt hier. Jetzt bin ich tot. Oh, scheiße! Was ist denn das hier? Was ist mit der Grafik los? Ach, scheiße, hat er dich erwischt. Ach, Mann. Und ich hab ihn nicht getroffen. Den Mistvogel hier. Tja, wer auch muss es lernen. Du kommst doch nicht lernen, heim, du Mistschwein. Wobei, der hat nicht, aber was hat denn da für eine Kanone? Ich habe gar nicht geguckt, was da für eine Kanone drauf hat. Da hat 139 Schaden, macht er. 139, ja, da hat er die Kleine drauf. Dann wird er auch 131. Bei 139. Abpraller, auf der Kanonenblende. Nee, mein Freund. Da müsste ich schon ein bisschen besser schießen können. Und du, mein, du bist Schwein da vorne. Hier wäre ich Moses lernen. Kann doch wohl nicht schwarzen. Oh, du hast 6 Kills, Krieger. Kann doch wohl nicht schwarzen, Schwein, hä? Ach ja. Krieger, 6 Kills. Ja, bin halt gut. Wo hast du ein Glück, Alter? Die Art, die. Was gibt's da nicht? Ja, die sind bloß noch da, gell? Ja, ach nee, haben sie es nackt gemacht. Bitte? Gutes was? Spiel, hab ich gesagt. Ja, was, auf jeden Fall hast du, da hat sich dein Zweifach gelohnt. Bei dir hat er sicherlich auch. Hat er sicherlich auch mal was gespottet, oder? Na, ja, werden's gleich sehen. Ach, ich habe wieder mal gemeistert. Wie oft die steht. Das wird, komischerweise wird das nicht angezeigt hier. Das ist dieses Meisterabzeichen, hast du? Ja, stimmt, Krieger habe ich auch wieder mal.
Okay. Das Gefecht waren 1900 W8. Ich habe nichts gemacht. Keiner schreibt was dazu. Ich muss also doch scheiße gewesen sein. Ja, keiner schreibt was im Chat. Keiner sagt, Mann, das hast du gut gemacht. Wie bei Vasili, da kriegt Lob. Ich krieg immer nur stilles, missbilligendes Schweigen. Hier, Panzer 1C, hast du richtig auf dem vierten Platz gelandet, richtig fett gespottet. Ja, ja, ich hab auch eine richtig gute Weihnacht gekriegt. Wunderbar, schön. Du, und du kriegst auch richtig fett W8, oder? Mit den Schirsche. Ja. Ich hab 2800 oder so. Fett gespottet hier, fett Schaden gemacht. Oh. Boah. Wir haben alles gehabt. Ein Scout, denn, einer der Schaden macht, einer der Kills hat. Was gibt's denn bei uns, bei mir WN8? Da muss man sich ja schon fast schämen. 6002. Wieder, Junge. WN8. Die Su-85, das ist und bleibt einer der besten Fun-Panzer im Spiel. Da kannst du das drehen, wenden, wie du willst. Und wenn du Kohle brauchst, bist du am Be- und hast kein Premium. Gell? Ich hatte ja früher keine Premium gehabt. Gell? So, wenn du keine Premium hast, wie zum Beispiel hier diesen E25, weißt du, und willst Kohle machen, dann machst du es am besten mit der Su-85. Das geht hintereinander weg. Gell? So, auf ins Gemächt. Hey, du bist doch schon wieder in Panzer C. Ich denke, du wolltest ja, klar, wechseln. Wenn dann richtig. Ich denke, du wolltest wechseln. Ja, es fehlt uns ja dann immer. Ja, gut, auf der anderen Seite. Drinnen sind sie dann so oder so. Aber es kann natürlich passieren, dass sie dann mit den Simon fechten. Das gefällt mir dann gar nicht. Da fehlst du uns als Panzer. Also, ab sofort wird der Fünfer genommen. Und nicht der Dreier. Dündra, ja, siehst du, da geht's schon los, gell? Simon gefecht. Mit dem 1C. Na toll. Da sind wir schon fehl am Platz. Ich kann ja noch scouten, ja. Ach, und wieder Arsch voll Ortis. Wieder ein Arsch voll Ortis. Auf unserer Seite 2, auf den ihrer Seite 3. Prickelnd. So, wo sind wir auf welcher Seite? Ach so, dann mache ich hier nach rechts, mache werde ich da versuchen zu machen. Ich denke mal, ihr werdet hier auf F9 gehen oder F8 gehen, was ist denn das? F8? Nee, F9. Genau, F9. In die Schlachter. Ich geh nur spotten schnell. In die Schlachtergasse. Hm? Ja. Denk aber dran, die Art, die muss auch erst in Position sein, um schießen zu können, bevor du dich in zu große Gefahr begibst. Bringt ja nichts, wenn du da losspottest wie ein Verrückter. Und dann hast du lauter solche Doppelpunkte hier in der Statistik. Grau, 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 grau. Alles aufgedeckt, aber nicht keine Spottschaden gemacht. Das ist ja dann auch ärgerlich. Ja, weil wenn der Arti noch nicht und die Panzer noch nicht in Position sind. So, ich versuch mal mein Bestes von hier aus. Ich muss ja noch ein bisschen zurück hier. Das gefällt mir gerade gar nicht. Nee, das gefällt mir auch nicht, da komme ich nicht in den Hubbel weg, wenn die mich schießen sollten. Oh, bleib da. Ach, scheiße, ich hab's geahnt, dass der durchrascht. Uch, Mann, so ein Mist. In dem Moment, wo ein Arsch rausgestellt... Was ist jetzt? Hab ich das nicht so viel mehr nicht mehr... Es ist auf jeden Fall auch nicht mehr aufgedeckt gewesen, na toll. Ach, kritischer Treffer, Leute, was soll denn die Scheiße? Jetzt bin ich wieder gespottet. Toll. Von wem denn, bitteschön? Oh, Granaten schlagen gehen. Oh, verpiss dich, du Vogel, Alter. Scheiße, die Hellcat da oben, die kommt aber auch nicht nach vorne, gell? Diese 87. HP, jetzt ist sie weg, die unten. Auch alle Beete weg. Ja, also ein bisschen ja, ja, die gucke ich ja schon, gut, hab das weggemacht. Dann habe ich ja schon eine ganze Zeit drauf geguckt, auf die da oben.
Weil die mir eigentlich mit die größten Sorgen gemacht hat, wenn die dann, das war vermutlich auch die, die mich gespottet hat, weißt du? So, ah, hier kannst du nichts machen an dieser Bergkante, das kotzt einen an hier. Hier steht 44 hier rein, nein. Die haben die Karte so versaut, früher hast du wenigstens noch ein bisschen was reingekriegt. Überall, überall Schluchten. Überall Schluchten, nirgendwo mal ein freies, bisschen halbwegs freies Schussfeld. Ich hasse diese Map. Diese Scheiße. Ja, hier wieder hinterm Berg. In irgendwelchen Schluchten drinne. Oh, was haben wir denn hier? Mal hier den AR-44 zu erwischen. Ah. So, krieg ich ihn jetzt vielleicht? Nein, natürlich nicht. Ah, ich kenne den. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte über diese scheiß Map. Solche Wichser-Map ist das hier. Egal wo du hinzielst, immer ist immer irgend noch ein Hügel dazwischen. Und wenn du dann endlich irgendwo in Position geformt bist. Ja, T150 musst du auch schon wieder wegmachen. Wo? Dort hier. Also hier. Ich kann hier überhaupt nichts wegmachen, wo ich bin. Ich sehe hier niemanden. Die sind alle in irgendwelchen Häusern. Du kannst dir das im Video angucken, da kriegst du eine Krise. Da fährst du mit diesem Jagdpanzer wie so ein Doofer durch die Gegend und findest nichts. Und da fährst du auch noch die Karre klar. Weil irgendwie scheiß Felsen eingebaut sind. Könnte ausrasten. Noch nicht einen Schuss abgegeben, gell? Noch nicht einen einzigen Schuss abgegeben. Jetzt darf ich das erste Mal Hallo sagen und diese Drecksau abfackeln. Mann. Wie sieht's denn bei euch aus? Kommt ihr klar? Weil wir machen jetzt ich muss jetzt schon offen. Boah. Ich kann morgen erst wieder mitspielen. Also dann, bis ja. Morgen. Alles klar, wünsche schon schönen Abend noch. Tschüssi. Jo, tschüss. Das weg. User disconnected from your channel. So. Was haben wir jetzt hier vorne noch? Eine KV-1S hier irgendwo, hier geradezu. Muss die sich noch verstecken. Das ist der T943, ach da ist die KV-1S. Oh scheiße, ich bin am Arsch, ich bin sowas von am Arsch. Nee, er war nicht schnell genug. Er war nicht schnell genug. Ich habe schneller gezogen als er. Revolverheld Nummer 1. Ja, na gut, wenigstens. Wenigstens 553. Oh, haben sie sich doch noch weggemacht, scheiße. Ja, da ich hab gedacht, 50. Was hast du denn Schaden? 1100. Ach, richtig gut, ich habe bloß 573. Und ich habe schon gedacht, ich mache überhaupt gar keinen Schaden mehr. Gut, der KV-1S mit 3 HP hat den KV-1S mit 300 HP weggemacht. Ach, nicht die, ach den T150 hat er weggemacht. T150 genau. War das. KV-1S habe ich ja weggemacht. Und irgendein T25, irgendwas hier, T25-2. Ach, das ist der Nachfolger von der Bedjet, gell? Nicht Bedjet hier, von der Katze hier. Mhm. Ja. Na, da hat es jetzt nicht viel, ach so, doch, ich bin ein Fünfer gefecht, nicht ein Achter. Na, da ist ein 400, damit kann ich noch leben. Damit kann man noch leben. Ja. Machst du den Panzer an? Machst wollen wir 5er fahren oder was wollen wir fahren? Nur weiter, hier 5er. Ich brauche Kohle, ich brauche Kohle für die Dings hier, für die Katze. Die kosten 950.000, gell? Ich habe gedacht, ja. ich krieg sie für ein Drittel, hier auch 660 oder irgend so weiter, 600 hier, weißt du? Nee, 950 wollen sie haben. Oh, 5er gefecht. Ja, da muss man erst noch ein bisschen 5er spielen. Vor allen Dingen ärgert es mich auch,
Ich war ja schon Richtung 51% Gesamtwinrate unterwegs, gell? Und dadurch, dass ich dann diese ganzen 9er, 8er, 9er, 9er gespielt habe und da die gepusht habe, also jetzt quasi hier, also nicht pushen mit, vom Aufwerten, sondern von der Kanone und so her, weißt du, musste ich erstmal hochpushen, die Dinger. Da habe ich so viele Gefechte mit den Dingern verloren, weißt du. Jetzt brauche ich erstmal wieder ein gewisses Polster, wo ich ein paar Gefechte hintereinander gewinne, weißt du. Und das geht eben am besten mit der, das geht eben am besten hier mit der Su. Ja, Kollege, stellt sich jetzt ausgerechnet dahin, wo ich hin wollte. Hast einen Schwenkbereich wie ein kleiner Gott. Oh, ich sehe gar nichts. So. Ja, das ist natürlich eine zutiefst blöde Stellung, weil du im Prinzip her nicht richtig über das Dach schießen kannst, wenn da, wenn du User in your channel timed out. Zu weit vorne stehst. Wolfgang, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Scheiße, da kommt ja einer. Ach, Scheiße, 10 Sekunden früher, ich hätte ihn erwischt. Nee, hat er an sich gekrallt. Hat er sich gekrallt. Na, der S35 war ja klar. Diese Drecksau hat mich beschossen. Kein Durchschlag. Oh, da ist er wieder. Räum doch mal dieses scheiß Dach hier weg, so dass man hier mal schießen kann. Oh, das jetzt habe ich ja sonst wohin geschossen gerade. Zacka, der ging es doch. Schießen bei. Ach, da steht schon wieder 1-3, ich glaub's ja nicht. Abbrauer hab ich gehabt. Achtung, hinter euch. Was ist denn da? P49. Hier jetzt von dir gesehen rechts. Ja, ich steh's gerade, da wird gerade zusammengeschossen hier. Das Ding machen sie gerade Lametta. Und da versucht gleiches mit unserem. Okay, lass mal was lernen. Was ist denn nur los? Jetzt bin ich auf diese scheiß Mausrad gekommen. Gott, hast du ihn erwischt. Oh, es ist da ganz da hinten. Du sagst was? Nee, das ist so auf der anderen Seite. Oh, was ist denn los? Wir verlieren hier. Was ist denn nur los? Wo verlieren denn die Sache mal? Wo haben wir die ganzen Fahrzeuge verloren? Ah, oh, jetzt hänge ich hier unten rum. Scheiße. Gut, wir hatten ihn erwischt. Der läuft bei euch oben. Ach nee, der ist da oben. Ich dachte, der ist bei euch. Panzer 1C. Ich glaube, da ist noch genug in der Burg oben, was man beschießen kann, gell? Ich unter anderem den Vollpfosten hier. Oh, irgendwas beschießt mich hier. Da hat mich jetzt, oh, da diese scheiß Drecksau da oben mit seinem, jetzt muss er weg. Und was ist da unten? Ist da unten einer oder was? Sag mal, wo kommt denn das her? Ach, weiß der, oh Gott, da unten ist so eine kleine Mistsau hier. Warte, ist auch da, oh, da ist noch einer. Okay, den wegmachen. Und oh, Scheiße, daneben gehauen. Versteckt er sich hier hinter dem. Und ich stehe nicht mal, gell? Dieser scheiß Panzer 35C. Hat mir jetzt hier so die Hucke voll gehauen. Ja, wenn hier unten keiner mal. Ich stehe den nicht. Du kommst, kannst aber auch nicht rüber. Ach so, du bist da drin beschäftigt, okay. Da ist er.
Krieg ich schon irgendwo rein. Hab ich HE? Ich hab natürlich keine HE mit. Das musst du dir im Video angucken. Echt, da hat wirklich bloß ein Ohr rausgeguckt. Also wirklich bloß von dem UE, was ist das Scheißhaus hier, UE 57. Bloß hinten sind diese ganz kleinen angeschrägt, bloß 2 mm. Und die haben schon den Arsch weggeschossen. Der wird jetzt kotzen. Das ist dann so schön gedeckt dahinter. So. Ja, wo kommt Panzer 1C haben wir hier noch hier hinten und diesen, aha, diesen Falka irgendwas 30. Ja, ich bin noch mal raus, ne? So, tschüssi. Tschüssi. User disconnected from your channel. Diesen 35H. Die Frage ist, was, oh, gut. M18A1. Kommst du klar? Ich versuch, oh, jetzt ist er durchgebrochen. Der H. Jetzt hat er alles weggemacht da unten. Und das Problem ist, ich habe bloß noch 89. Wo bist denn du? Gut. Wie hast du das jetzt gemacht? Du hast doch eben doch gelebt. Ja, der M8 und dann der Chinu da hinten in der Base kämpft. Ach scheiße. Das ist natürlich Kacke. So, und das Problem ist, ich krieg den Dings nicht mit E mal weg. Mit seinem VK. Aber da kriegt mich mit E mal weg. Ja, das habe ich jetzt befürchtet. Ah, ein Haufen abgeknallt. Wieder 4 Stück abgeknallt. Du 2. Und trotzdem verliert dieses Wichser-Team. Und ich würde das Ende gar nicht angucken. Ich dachte, dass er mitgefahren wäre mit seinen S35TA. Ne, da fährt er in der Mitte durch. Was will denn da in der Mitte? Was willst du denn da in der Mitte? Dann wirst du verraten. In der Mitte, das ist die Stelle, wo normalerweise die Idioten durchfahren und abgeknallt werden. Da habe ich gerade 3 Stück weggeknallt in der Mitte. Na, fährt in der Mitte durch. Ach, hier steht XVM inaktiv schon wieder. Deswegen. Keine Ahnung warum. Deswegen habe ich die ganze Zeit hier kein XVM. Warte mal, ich gehe mal auf. Ach so, das ist die Frage, kann ich jetzt? Oh, ist er wieder da? Na gut, lass mal. Verflixt. Ich glaube, ich muss erstmal den Stream anhalten. Und müssen vielleicht dann auch noch teilen. Oder ich lasse ihn einfach durchlaufen und teilen dann, mach dann 2 Highlights. Ach, das geht auch, ja. Ich lasse ihn einfach durchlaufen. Mach 3 Highlights draus. Und lade noch 3 hoch, exportiere dann die Highlights. So, weil ich das jetzt unterbrechen, das ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Genau, Pinkelpause würde ich sagen, ne? Ja. Ja, muss ich auch mal sein.
So, jetzt schnell noch einen Schokoriegel gegessen. Okay. Ich habe gerade festgestellt, dass ein Schokoriegel einen Nachteil hat. Du musst auch ewig lange knetschen, ehe du wieder quatschen kannst. Weißt du? Ja, da ist so eine kleine Mini-Knacker hier. Die sind so wie anderthalb Zigaretten lang, weißt du? So kleine Mini-Knacker gibt es da hier bei uns in Netto. Und die hole ich dann gerne. Da gibt es dann so diese normale und oder diese mit Pfeffer oder was ist da drin? Auf jeden Fall sind die scharf. Wo ich das erste gegessen habe, gell, dachte ich nur, die schmecken doch einwandfrei und dann wurde das immer schärfer in der Küche, gell. Wow. Mini-Knacker, das ist nur, glaube ich, 5 Stück oder so drin. Ja, genau. Genau, die habe ich schon letztens auch geholt. Ja, die sind absolut spitze, gell. Wie gesagt, bei uns gibt es da 2 oder 3 verschiedene Arten, gell. Und dann nehme ich mal. Chili haben wir auch mit drin. Ja, ich glaube, Chili ist da drin. Nicht Pfeffer, Chili waren die. Die ist finster, ey. Ja, ich sag ja, ich beiß da rein und denke, die schmecken doch gut und kau so, knetscht da so vor mich hin und dann wurde das immer noch schärfer in der Küche. Denk, was ist denn jetzt los? So, gucken, hat auch keiner was im Chat geschrieben. Gut, machst du mal einen Panzer an? Oh, ich gucke gerade, was für neu holen könnte. Ach so, ja, das habe ich auch, das habe ich eigentlich auch gerade gedacht, wo ich auf der Toilette war. Wir müssten mal gucken, was wir dir erforschen können. Ja, dass sich das lohnt. Na, was hältst du ganz einfach von der Schiene vom T18 über den T82, M8A1 zum T49? Der T49 ist ja als, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Als Jagdpanzer. Mussten ja nicht unbedingt als Scout fahren. Mit der 76mm Kanone macht er 128, 115. Also so wie der Wolverine. Okay. Oder was Deutsches. Was gibt es denn an Deutschen? Was könnte man an Deutschen machen? Ja, das Stück G könnte man als Deutschen erforschen. Das ist natürlich auch eigentlich ein Hammerteil. Gell? Also habe ich auch ein Winrad von, keine Ahnung. Gucken wir mal, wer besser hingucken, was habe ich bei der Stück von der Windrad. Auf jeden Fall ist es nicht schlecht. Stück. Ne, das ist der S35, ja, ach da unten, 57% Windrad. Bei 229 Gefechten, gell? Also war schon eine ganz schöne Weile unterwegs mit dem Teil. Ja, was hältst du denn davon? Dass du mal wirklich einen richtigen... Ich bin am überlegen, ob ich mir jetzt auch die SU hole. Oder halt die SU 85. Ja. Auch ein KV1 oder Nee, KV1 würde ich eher, wie gesagt, also ich kam nicht gut mitten zurecht. Okay? Also ich habe da wohl 47 oder 45% Winrates drauf, also war nicht für mein Ding, muss ich sagen. Okay? Was kostet die SU85? Der kostet Kaufpreis 400.000, also ja. Und Forschungskosten 12,5. Ja. Hast du die Schiene schon erforscht? Ja. Ach so, da bräuchte es ja theoretisch bloß zu holen. Plus Kurven, ja. Ja. Wie gesagt, den T34, die SU85 oder den KV1. Was war der erste? T? 34. Nee, ach Gottes Willen, bloß nicht den T34. Da gucke ich gerade bei Vasili zu, wie die mit dem T34 spielen. Also ich wollte ja eine Krise kriegen mit dem Teil. Gut, er ist schnell, gell, was ist schnell, ja, so schnell ist er eigentlich ja auch nicht, gell. Was waren das, Brite, gell, nee, was waren das für einer? Russe. Ach, Russe, genau, bin ich schon blöd, was der T34 für einer ist. Was hat denn da für eine Kanone gehabt? Ja, genau, der hatte bloß eine 5er Kanone, na gut, 125, 115, gell, aber Struktur... 400, gell? Ja. Also ich würde mit dem Ding nicht gerne fahren wollen. Da würde ich, weiß Gott, Erde, das U85 nehmen. Gell? Oder halt, wie gesagt, was ganz Neues anfangen, den Dings erforschen. Die Stuck hier. Stuck habe ich auch schon. Ach, Stuck hast du auch schon erforscht. Ja, was gibt's denn sonst noch an? Bis zum Jagdpanzer. Was gibt's denn sonst noch am 5er, die Spaß machen? S35 CA, aber ich sagte, da kriegst du eine Krise, gell?
Weil da musst du zwischendrin die Sau 40 spielen. Und das ist wirklich eine Zumutung. Echt, das ist wirklich eine Zumutung. Ja. UE-57, die ging eigentlich. Gell? Ich hatte dann schon die große Kanone drauf. Die Vierer Kanone mit 110-75. Ja, da konntest du schon jemanden, und 21 Schuss in der Minute, gell? Also da konntest du schon jemanden richtig auf den Sack gehen damit, gell? Und mit 110 kommst du dann auch bei fast jedem Fünfer-Tank durch, gell? So. Ach, hast du ein Scharfschlein gewählt, okay. Aber wenn du da, wenn man die Dings hier, wenn man denn die UE-57 und die Sau 40 hinter sich hat, weißt du, und hat nachher die S-35 CA mit der großen Kanone drauf, okay, dann macht der schon Spaß. Aber mir macht halt das U-85 noch ein klein bisschen mehr Spaß, weil es zwar nicht einen ganz so hohen Schaden verursacht, weil die U-35, die S-35, die macht ja 300 Schaden, okay, und die U-85 plus 100 und Bahn 80. Und ja, wie gesagt, du musst allerdings ewig lange warten bis zum Laden, 10 Sekunden oder so. Gell? Das ist schon, für ein Fünfergefecht ist das schon ganz schön lange, gell? Dass du aufs Laden warten musst. So, ich gehe gleich hier auf die linke Seite und tue die Zweierlinie abdecken. Ja. Genau, fährst mit deinem Hus, mit deinem T150 mal bitte das U85 Blatt. Weil es ja nicht wichtig ist, dass die schnell in ihre Stellung hier kommt. Weil die ja schön gemütlich alle auf die Scouts hier warten. Bevor sie hier rausfahren. So, mal schauen. Der T150 fährt vor. Ein richtiger Scout fährt leider keiner vor. Wieder scheiße. Der T28, der T49, T34, die könnten alle auf der linken Seite scouten. Na gut, der Elch fährt wenigstens vor. Okay. Er fährt auch nicht, jetzt fährt er einen Berg hoch, oder? Macht er jetzt. T34 gegen Elch und T49 gegen Elch da oben auf der rechten Seite. Gerade ein bisschen lustig, weil keiner driften. Oh, Schieter oder Schiete oder wie das Ding da heißt. Ah, verdammt. Bleibt doch da, du Mist vor. So. Oh ja. Schön eine eingeschenkt. Oh, das ist noch so ein Mistvogel, der ja gerade hochfährt. Ah. Scheiße. Kein von Beten erwischt. Hätte ich mich nur auf den hin weiter können. Oh, KV1. Ach ne, T34. Ach, da ist ja noch immer ein Dings. T14. Ja. Steht in die schon nicht mehr. Oh, hat noch KV2 aber voll rausgenommen. Versuchen wir hier ein bisschen. Ihr kommt momentan da unten alleine klar, oder? Ich will mal versuchen, hier ein bisschen auf die Hucke hier drauf zu fahren, um hier den über den Hang drüber wegschießen zu können. Eventuell. Wo die Stuck hier steht. Ach nee, das ist zu weit. Das ist zu weit. Die sind hinter dem hinteren Dings. Hinter der Hucke. Okay, ich komme. Oh, warte, T150. Ich komme wieder zu euch. Oh, ist der Cheater unten? Ah, verdammt. Nee, ich krieg nicht rein. Ich komme wieder zu euch rüber. Eine scheiß Idee, ich hätte gleich vorne bleiben sollen, nicht voll die Pfosten. Lass dich mal nicht aufdecken und nicht beschießen nach Möglichkeit. Ich versuche aus der Entfernung ein bisschen was hier zu erreichen. Weil ich hier in Stellung bin. Die Hunde gespottet werden. Ein bisschen ärgern kann ich die ja schon hier.
Na gut, wenn man daneben schießt, geht es natürlich nichts mit Ärschern. Da kannst du es vergessen, ist Ärschern. Ach, na letztlich treff auch mal. Das muss wehtun, na toll. Komm ich mal weiter rüber. Oh, jetzt fährt der Hund los. Na, ich glaub's ja wohl nicht. Ach Mann. Das ist wirklich manchmal richtig ärgerlich. Ich verarsche, kannst oh, pass auf, die haben dich schon wieder klein nackt gemacht. Sehe ich gerade. Ich krieg den solchen Vogel einfach nicht rein. Wer ist denn jetzt reingekommen? Guten Morgen. Hello. Hello. Are you my Soviet brothers? Wer ist denn das? Ja. You speak German, you bastard. Wer spricht German? Wer spricht Deutsch? Du fragst nicht Englisch. Warum soll ich als Deutscher Englisch sprechen? Wir haben doch einen Krieg gewonnen. Ihr habt doch letztendlich verloren. What the fuck are you saying? Ja. I don't understand one single shit. You know, I only had German in 3 years. Ja, genau, nächste Woche. Ja, wenn der Ami oder Brite ist, hieß ich Karl Otto. Ja, der kann selbst nicht Englisch sprechen, der Arsch. Aber das ist eigentlich gewonnen, ja, gell? Aber miserable wie ein 8. Ein blöder Wichser. Was war das für ein Vollpfosten? Hä? Na, ein Dummling. Ein Spinner. Ein Dummling, der zeigen wollte, dass er Englisch sprechen kann. Ja. Dumme. Und wenn's du dann im Ausland abwirfst, weißt du, dann stehen sie da wie die Doofen. Und können sich nicht verständlich machen. Habe ich oft genug erlebt. Großschnauzen, ja, ich kann Englisch, weißt du. Und wenn du dann, ich war ja oft genug im Ausland mit einem LKW, gell? So. Und dann standen sie da, dann konnten sie ja ein bisschen scheiß Schulenglisch, weißt du, aber mal nach einem Büro fragen oder nach einem Chef oder nach der Ladung oder mit der Ladung was klären oder irgend sowas in der Art, weißt du, da standen sie bloß da wie Karlblöd und haben kein Wort verstanden, nur bei Verkehrskontrollen und so, weißt du. Naja, Arschlöcher. Das, was ich an Englisch kennen muss, das kann ich. Sache erledigt. Und wenn er gern Bratwurst isst, naja gut, war schon mal in Thüringen halt. Aber, da war mir in dem Englischen, in dem Englisch zu viel Akzent drin. Okay. Ja, das, Holländer war das Glück. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass noch also Holländisch irgendwie Akzent war. Ne? Habe ich auch so das Gefühl gehabt. So, pass auf, hier hinten hinter mir direkt ist auf 6 Uhr ist ein Baum und noch ein kleinerer Baum und ein Busch zwischendrin. Und da stelle ich mich rein. Das ist meine Vorliebsstellung hier. Vor allen Dingen, wenn es gegen Siemer geht. Pass auf, die raschen jetzt wieder alle dann auf den Berg und lassen sich erschießen. Das ist ja schon wieder ein Siemer-Gefecht, gell? Aber ist der Churchill nicht? Nee, das kann doch nicht sein, dass der Churchill so hoch eingestuft ist, dass man deswegen ständig in Siemer... Nee, das gibt's doch gar nicht. Scheinbar Sachen, die sich, naja gut, egal ob die im Zug fahren oder nicht. George kriegt 3 Gefechte mit Simon und Thorsten Su kriegt 3 Gefechte mit Simon und so weiter. wenn du zu dritt im Dings bist, kommst du aus Simon Gefechten nicht mehr raus. Weißt du? Weil er immer einer von den 3 mit Simon gerade dran ist. Der Witz war heute, wo ich wieder nur mit dem Kopf geschüttelt habe, ein Video vom Rio Cut. Ich weiß jetzt nicht, ob das sein eigenes, also war kommentiertes Video. Ich weiß auch nicht, ob er es jetzt selbst den Kampf geführt hat. Das ist auch völlig egal. Pass auf, gleich macht's Bumm und die hauen dir einen aufs Maul. Oh, KV2.
Ja, was hast du? Oh. Ja, deswegen sage ich ja nur, weißt du, genau auf die Leute, da stehe ich auf der anderen Seite und warte genau auf die Leute, die genau dasselbe machen, was du gerade gemacht hast. Nämlich den Ich Berg wollte raufraschen. gucken, ob ich irgendwie an die Helge da irgendwie dran kam, aber war dann doch ein bisschen. Nee, wie gesagt, und zwar ging es darum, das war ein Zehnergefecht mit IS-7 und so. Und 5 Artilleries auf jeder Seite. So. Auch nicht. Ja, pass auf. Man hat ja dann immer noch, man sagt dann ja auch immer noch, naja gut, wenn dann 3 Artilleries oder mal 4 drin sind, da ist das vielleicht irgendwie ein fehlerhaftes Matchmaking oder so. Nein. Weit gefehlt. Das ist eingeplant. Weißt du, wieso ich weiß, dass es eingeplant ist? Wenn es nicht eingeplant wäre, gäbe es keine Medaillen für Abschuss von fünf Artis. Verstehst du? Also kann es ja nur eingeplant sein. Da müssen ja 5 Artis da sein, um es abzuschießen zu können. Okay? Also ist es voll eingeplant, dass du hier gegen 50 Wichser da spielen musst. Nichts mit fehlerhaften Matchmaking, es ist von Wargaming nicht so vorgesehen. Und das Einzige, was sie damit erreichen, dass sie keinen Haken einbauen. Das Einzige, was sie damit erreichen, die Leute sind frustriert und viele auch neue Spieler, weißt du, die spielen, werden zweimal von der Adi weggenommen und sagen, oh, das ist ja blöd und hauen ab. Kommen nicht wieder. Ich meine, es tut niemandem weh, wenn dann Haken wäre, nur mit Artis spielen oder ohne Artis spielen. Okay, wenn du es dir aussuchen könntest, würde niemanden wehtun. Weder Wargaming. Ach du Scheiße, wir verlieren doch schon wieder. Scheiß 7er Gefechte. Wo bist denn du? Tot. Es wird auch Wargaming nicht wehtun. Es wird auch Wargaming nicht wehtun, wenn da wenn's nur, wenn's, wenn man die Gefechte von sich aus abstellen kann. Ja? Wie gesagt, im Gegenteil, sie haben ja nur Vorteile davon. Ach, jetzt treffe ich dieses verschissene Haus. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, Mann. Ach, und jetzt treffe ich daneben. Ach na, ich glaub's doch wohl nicht hier. Jetzt, Mann, da könnte schon weg sein. Ja, toll, jetzt versteckt er sich hinter dem Haus. Ne, gut, er kommt wieder vor. Nicht. Nicht. Und jetzt bin ich gespottet und jetzt bin ich gleich am Arsch. Scheiße, ich bin am Arsch. Na, sag mal, wo fährt denn der lang? Oh, stopp, Leute, geh mal weg, komm mal her, ja. Oh. Na, das gibt es doch nicht. Bin ich denn bescheuert oder was? Jedes Mal, wenn ich abdrücke, dreht er irgendwo hin. Mann, das gibt's doch gar nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mann, ach, das geht da 3,14. Bist du alleine? Na toll. Da kommen sie jetzt gleich wieder Heuschrecken über mich hergefallen. Die Frage ist, von wo kommen sie? Von da oder von dort? Wo kommt der erste? Hier drüben war der AT2 und der M6. Und auf dem Hang oben einiges. Das ist die Question. M6 von hier. Ja, genau, ich habe ein bisschen Häuser kaputt. Und jetzt schenkt man noch einen ein. Ja, verhindern kann ich das Button. Verhindern kann ich den. Scheiße. Der wird den Läufer noch einen mit. Aus welchen Ecken kam das jetzt alles? Typ 58 HD2 Wolverine und Dings sind noch eingeschlagen und warum ja Art hier.
Ja, ich könnte die NASA noch schön in einschenken. Noch mit 905 habe ich noch gebracht. Also WN8 ist gerettet, auch wenn das Spiel scheiße war. Ich habe in letzter Zeit auf Dings nicht unbedingt viel Glück auf Westfield. So. Na komm, wähl was aus oder an oder Okay. kauf was. Wie hieß denn eigentlich in der Statistik aus? War schlimm. 9, 15, 60%. Naja, ein bisschen wenig, gell? Ein bisschen wenig, 60%. Ein bisschen mehr könnten wir noch vielleicht rausschinden. Ach, heute krieg ich wieder meine Zeitung. Heute darf ich wieder Zeitung austragen. Heute? Früh halb fünf Heute Uhr. ist Mittwoch. Früh halb fünf Uhr kommen die immer. Dafür kommt heute Abend, na hier die Auction Kings und so, das guck ich mir gerne an. Auction, Auktions King und Package Battle, Auction Hunters und so. Auction Hunters, genau. Was war das mit der Gallery, irgendwas, sort 36 genau. oder so. 66 oder ja, irgend sowas. Gell. Das guck ich mir gerne an. Okay. Das sind schon, vor allen Dingen hier den Auction Hunter, zwei Asse machen Kasse. Okay. Ach, wir haben schon wieder ein Siemer gefecht, Alter. Okay. Die wollen es voll verscheißern hier. Aber es, wie gesagt, das, vor allen Dingen das Auction Hunter, Asse machen Kasse. Okay. Wer ist Cyber? Ja, drüben, der von der T49. Auf? Gegner-Team oder was? Ja. Oh, scheiße, was macht denn der Idiot? Oh, Mann. Was ist denn das? Skill? Steht da bei ihm dahinter. Ja, das ist von Oldschool, der den Promot macht, das ist den... Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, Oldschool. Nö, ach, ja, sicherlich irgendwo gehört oder was. Ach, was sagt mein Name? Der ist auch bei Twitch, dort auch Stream und so. Ach so, auch WOT. Ja, logisch. Genau. Ja, logisch. Ja, wie gesagt, Namen sind für mich eigentlich erstmal Schall und Rauch. Ich merke mir kaum meinen eigenen. In der Beziehung bin ich total furchtbar. So, ja, genau, das ist die Ecke hier, okay, wo ich jetzt gerade stehe. Oh, hier ist ein Kaffee. Ach du Scheiße, ist ja Simon. Ne, freilich ist das Simon. Deswegen kann ich mich doch hier mich wieder. Gleich wieder verpisst hier in der Ecke. Oh, hier, da geht's schon los. 722, 44, ja, was will ich denn gegen die anfangen? Ja, steht ja nicht mal, auch da soll ein Stein. Auch in den Stein hier. Mal hier ein bisschen. Versuchen hier ein bisschen rüber zu kommen. Das sind nur den Steinen. Oh, da oben. Da oben. Was ist die Hölle los? Ah, dreh, Arschloch. Ja, auch keiner zum Schießen. Oh, doch, hier ist was zum Beschießen. Ne, das ist dahinter. T25-2. Und was ist hier drüben? Da komme ich nicht ran in T25. Da ist irgendwie hier zu weit dahinter. Ah, neben mir ist irgendwo ein Churchill oder was? Wo ist denn der? Da hinten ist ein Wolverine. Vielleicht kriege ich den vor der Flinte. Gut, aus wolverinisiert. Den haben sie entwolverinisiert. Und hier ist der Dings gestorben. Können wir mal sehen, dass wir den 85... Oh, die 722 ist ja auch noch hier, gell? Oh, scheiße, ich will hier nicht sein. Scheiße, wo waren jetzt die Su? Die war doch hier gleich irgendwo. Ach, was ist denn hier hinter uns los? Oh, da ist sie. Da ist sie, die 722.
Und die hat noch volle Struktur, die ist volle, die hat noch Haufen Struktur. Wo ist er? Scheiße, wo ist er denn hin? Mann, da ist er. Oh Scheiße! Oh. Oh. Ein Schuss abgegeben auf die 722-44. Er hat gelacht und kein Durchschlag und dann bumm, und war ich fort mit 350. Ein Schuss. Ach du, dich haben sie auch geschlacht. Ja, das probieren wir ja hochkantig. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett, wenn sie uns jetzt im Laufen bei den 7er Gefechte reinschicken. Und dann noch so solche verschissenen Maps hier, gell? Wenn es wenigstens noch halbwegs gangbare Maps wären. Hat sich aber auch Zeit gelassen mit seinem TAT-Dings hier, um mal rauszufahren. Da steht er die ganze Zeit hier unter dem Felsen rum, oder was? Ich muss uns das Gequatsche nicht anhören. Und das gibt wieder ein WN8 zum Kotzen. Das gibt wieder ein WN8, der zum Kotzen ist. Echt mal. Ach, 0-0, ja. Nee, 45. Scheiße. Nicht mal was aufgedeckt. Ein Schuss abgegeben. Auf dem absoluten Schämtischplatz. Mann, oh Mann, oh Mann. Wähl mal an. Wähl mal was zum Schießen an. Dann sind wir wieder mit Schießen dran. Die wollen mich verscheißern. Diese Dreckskarte hier, Kotzk. Die wollen mich echt verkackeiern heute. Die können mich nicht leiden. Du bist doch jetzt so schweigsam, es ist ein Losblitzkrieg. Ach, das Scheißspiel geht mal den ganzen Tag auf Kack, ey. Vor Churchill. Nee, allgemein das Spiel. Ich bin heute schon die anderen Panzer gefahren, ey. Die Teams, ey, du kannst sie nur auf die Fresse. Ja, wie gesagt, deswegen, ich habe es vorhin schon gesagt, deswegen ist man wirklich immer noch besser dran, wenn man mal ein bisschen zu zweit fährt. Okay. Also diese die, alleine, wie gesagt, wären wir zu zweit gewesen, hier in der Wüste hier im Wadi wären wir zu zweit gewesen, hätte ich dir gesagt, pass auf, warte, ich komme erst vor und dann machen wir den gemeinsam raus. Okay. Aber nein, der Vollpfosten fährt alleine davor. Weißt du? Das ist das, was einem dann fehlt. Stellt er sich mit seiner Su-85 eine nutzlose Position im Spiel? Warum schießt er mich an, der Idiot? Ich kann ihn nicht anschießen. Arsch. Er hat schon wieder geschossen. Ich kann ihn nicht anschießen. Ich dachte, außerhalb von Dings kann ich ihn anschießen, aber weit gefehlt. Weit gefehlt. Na, kommst du raus mit deiner... Oh, da ist ja noch einer. Ach, Scheiße. Wo ist der? Nee, da kommt nicht raus mit seiner Panzer selbst vor der Fette. Mit dem Churchill will ich mich ehrlich gesagt jetzt gerade... Na gut, leg ich mit dem Churchill hier an. Geht noch ein M. Oh, sei scheiße. Oh, nicht. Oh. Scheiße. Mann. Ich habe hier nicht viel Platz zum Rangieren.
Fahren wir vor. Scheiße. Fliege nicht mehr rein. Fort. Fahr mal. Kannst du nicht mal. Ach so, du bist gekettet. Ja, ja. Ja, jetzt macht er mich weg. Volltreffer ohne Abschuss. Über 200 habe ich durch dich verloren. Sorry, das war nicht mit Absicht. Jetzt kreilt er den Churcher. Da hat bloß noch 100 und ein bisschen was. Und dann bieg links ab, hier links abbiegen. Links, 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 links. Nee, der ist hier auf der anderen Seite. Ja, um den würde ich mich nicht mehr kümmern. Ich hätte mich eher um den Crusader auf der anderen Seite gekümmert. Ah, oh, jetzt ist er. Mit dem wären die schon fertig geworden, sind sie ja auch, wie du siehst. Deswegen habe ich gesagt, links, damit du hinten den Crusader beknistern kannst. Weil das U85 hat da nämlich gerade ein wenig Probleme, die da im Dings drin steht im Eck. Ja, gleich hast du ihn. Gleich hast du ihn vor der Flinte. Vollgas, Banga. Und noch eine, Banga. Ach, shit. Ich steck da auch der Teufel drin. Auch noch rausgenommen. So. Ist ja nur noch die Mathilda hier vorne. Jetzt hat sie noch 46. Okay. Haben wir gewonnen wieder. Ja, der eine hat er mir ja sowieso drauf gehauen. Okay, mit dem Churchill. Okay. Also zwei habe ich dir zu verdanken, nicht drei. Ja, vielleicht wären es auch zwei gewesen. Da schießt er ziemlich schnell. Okay. Da schießt ja ziemlich schnell. Okay, also. Wir haben gewonnen, das ist doch scheißegal. Ich hätte auch nicht gerne ein bisschen mehr wie ein 8. Na gut, geht auch. 1033 geht auch noch. So, wählst du aus? Ja, solche Gefechte machen Spaß. Okay? So, ja. Unter 5ern, okay, so, ich brauche keine 3er Tanks im Spiel. Mir reichen, wenn die 5ern alle da sind. Da gibt es von allen was. Da gibt es der Artis mit wenig Struktur, die du gleich abschießen kannst. Da gibt es einen T49, den du leicht penetrieren kannst. Da gibt es einen KV1, den du schwer penetrieren kannst. Da ist alles da. Ja. Da gibt es die Rumswum wie der S35CA. Okay. Ich brauche keinen 3er-Tank im Spiel. Ich brauche auch kein 7er-Tank im Spiel. Ich brauche einen schönen 5er-Tank im Spiel. Mehr brauche ich nicht. Ich gehe wieder unten ans Haus. Okay. Das ist das, was ich nicht verstehen kann.